Hallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wohlaus Team. Ich habe gerade angefangen, ein paar Socken für mich zu stricken und dann hatte ich mir gedacht, dieses wirklich tolle Bündchenmuster, das können wir doch einmal zusammen stricken. Ich habe jetzt ja hier schon mal ein kleines Stück angefangen, aber ich muss ja noch ein bisschen stricken. Und da habe ich gedacht, das machen wir doch einmal zusammen, weil es gefällt mir unheimlich gut, ist mal ganz was anderes. So, und ihr seht schon, ich arbeite schon wieder mit der wirklich traumhaften von Novita Woollywood. Ich denke, das wird wirklich dieses Jahr mein absolutes Lieblingssockengarn. Ist nicht nur Sockengarn, sondern auch für Strickjacken. Für das ist ein absolutes, tolles, aber ja, ich würde wirklich sagen, bald nicht nur ein Sommergarn, aber dadurch, dass diese Wolle, ich drehe das Ganze mal, die Woollywood ist eine Modal Merino Wolle, ist daher wirklich richtig atmungsaktiv und leitet überschüssige Flüssigkeit ab und ist daher sehr strapazierfähig, also für Socken echt wunderbar geeignet. Modalfasern. Das bedeutet, die werden zu 100% aus Zellulose, also sind aus Pflanzen, die sind aus Pflanzenfasern gewonnen. So, stotter, stotter, stotter. So, und ihr seht jetzt hier schon dieses Zeichen. Die Woollywood ist wirklich das erste Produkt von Novita von der Earth Collection. So, das nur mal nebenbei. Also, wir haben 70% Modal und 30% Merino. So, sonst haben wir ja immer einen kleinen Anteil an in Sockenwolle, ne? Einen kleinen Anteil an Nylon oder an Polyamide. Und das hat halt Novita umgesetzt in dieses Modal. Und also es gefällt mir unheimlich gut. Und es ist wirklich ein Traum. Die ist so schön weich und kuschelig und dieser Glanz wirklich ganz, ganz toll. So, das nur mal so ganz nebenbei. Ich würde sagen, es lohnt sich wirklich. So, ich habe ja hier dieses Zopfmuster gestrickt. Ihr braucht natürlich eine zusätzliche Nadel zum Zopfen. Ich nehme immer meine ausrangierten Nadelspiele, meine Nadeln, weil die mich kennen, ich stricke am liebsten mit den Cubics und habe ja wirklich angefangen mit Bambusnadeln, dann über die Zink und bin jetzt bei denen gelandet und die Nadeln habe ich natürlich alle noch und die verwende ich jetzt immer zum Zopfen. Ihr könnt natürlich eine Zopfnadel benutzen, aber ich benutze die und das habe ich so drin. So, ich habe Größe 40. Stricke hier mit 60 Maschen. Also, angegeben ist die Wolle mit einer Vierernadel. Ich stricke die mit einer Dreiernadel. Ich hatte es ausprobiert, das müsst ihr auch einmal gucken. Und es ist eine Sechsfachwolle. Aber normalerweise würde ich jetzt hier mit 13 Maschen pro. Hey, jetzt bin ich so schnell die Treppen hoch und runter gelaufen. Also, aber dadurch, dass das dieses Zopfmuster, das schluckt wirklich unheimlich an Weite. Und wie gesagt, wenn ihr die gleiche Wolle nehmt wie ich würde euch wirklich raten, diese 60 Maschen so aufzunehmen. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich jetzt gleich ja noch ein bisschen weiter stricke, aber stricke noch ein anderes Muster rein. Aber jetzt, ich habe jetzt für mein Bündchen einmal angeschlagen. 13, 17, 17, 13. Das könnt ihr auch so machen. Ich zeige euch das so anhand von meinem, wie ich es angeschlagen habe. Jetzt muss ich einmal runterkommen von meinem. So. Also, wir fangen an. Die erste Masche wird links gestrickt.
Wir zupfen immer über 4 Maschen. Das heißt, eine links, 4 rechts. Das sind immer die Zopfmaschen. So. Und wir immer zwischen den Zopfmaschen stricken wir 2 Maschen links. Ich habe jetzt hier nur mit einer linken angefangen. Wir enden dann auch mit einer linken. Also immer 4 Maschen rechts. Und 2 Maschen links. Also diese 4 rechten Maschen werden unsere Zopfmaschen. 4 rechts und 2 Maschen links. Und das Ganze machen wir jetzt über 3 Runden. Und dann fangen wir an zu zopfen. Also Anfang, meine erste Nadel mache ich mit einer links, dann 4 rechts, 2 links, 4 rechts, 2 links. Und ihr endet in der Runde mit einer Masche links. Und das, wie gesagt, über 3 Runden. So, jetzt fangen wir an zu zopfen. Also wir zopfen wirklich immer nur da, wo die rechten Maschen sind. Die linken Maschen bleiben immer links. So, die erste Masche wird jetzt links gestrickt. So, jetzt nehmen wir die Zopfnadel, heben die ersten beiden Maschen einfach ab und legen sie hinter die Arbeit. So. Dann die nächsten beiden werden rechts gestrickt. Und jetzt werden die Maschen von der Zopfnadel einfach hier vorne vorgelegt und die beiden stricke ich jetzt rechts ab. Und es geht weiter mit 2 Maschen links. Ich fix das hier mal rein. Ich arbeite sonst viel, darf ich gar nicht sagen, ne? Immer mit dem Mund. Das heißt, ich in der Zeit, wo ich die am Zopfen bin, packe ich die, oder ich habe hier, so wenn ich so einen Strickpullover anhabe, stecke ich mir die immer. Habt ihr auch so eine Marotte? Also wenn ich so zu Hause am Stricken bin, wirklich, ich habe oft dann so Pullover an, Strickpullover, stecke mir die so oben an der Brust oder hier rein, dass ich teilweise denke, wo habe ich meine Nadel? Bin am Suchen und habe die wirklich, dass ich die immer so parke. Ne? Oder dass ich so kurz im Mund, also ganz, ganz doofe Angewohnheit. Mein Mann, der hat auch schon gesagt, also, aber es ist so. Man macht das so, immer so aus dem, weiß ich nicht, so ganz. So. Jetzt machen wir wieder. Also die 4 Zopfmaschen ist immer 2 Maschen abheben, die ersten beiden abheben, hinter die Arbeit legen. So, dann den Arbeitsfaden hier zwischen. Dann 2 Maschen rechts. Und dann die geparkten rechts abstricken. So, und so entsteht dieser Zopf. Das macht ihr auch wirklich immer in jeder Runde. Also jetzt hier wieder immer die ersten beiden abheben, hinter die Arbeit, also bei den 4 rechten, ne? Die linken Maschen bleiben immer links, egal was ihr, immer links. So, die ersten beiden rechts, die abheben hinter die Arbeit, dann rechts und dann die von der Nadel rechts abstricken. Und danach strickt ihr wieder 3 Runden in diesem Links-Rechts-Muster. Ne? Also 2 mal links, 4 mal rechts.
Und das macht ihr jetzt so lang, wie ihr euer Bündchen haben möchtet. So, und das ist unser Zopfmusterbündchen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Einmal mit diesen kurzen Unterbrechungen, aber that's life. Das ist so. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich, wir freuen uns natürlich über das Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und natürlich müsst ihr einmal die Glocke drücken, dann seid ihr immer dabei, wenn eins von unseren Videos hochgeladen wird. Dann würde ich sagen, viel Freude beim Nachstricken. Tschüss, eure Bianca.